Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Thomas Hartmann, zertifizierter Börsenhändler der Börse Frankfurt. Und heute schauen wir uns den Werdegang der Bayer-Aktie erneut an. Zuletzt am 18. Januar. Und da hieß es, wie ihr hier sehen könnt, Bayer-Aktie Dead Cat Bounce. Und schauen wir uns mal den Chart an. Es war tatsächlich nichts anderes wie dieser sagenumwobene Dead Cat Bounce, denn genau das, Katze schlägt auf den Asphalt, geht noch ein paar Zentimeter, Millimeter hoch, je nach Gewicht und Größe der Katze, und dann knallt sie wieder auf den Asphalt. In dem Fall sogar regelkonform unter den Asphalt, also es geht unter neue Tiefs, und genau das hatte ich hier am 18. euch gegenüber erwähnt, dass dieses Strohfeuer, also von 30 auf knapp 36, immerhin aus Trader-Sicht natürlich sehr gut ist, 20%, die man hier mitmachen hat können, mitnehmen können dürfen. Und aber hier ist halt eben dieser Widerstandsbereich gewesen, und das war ja regelkonform auch so von mir dargestellt, behauptet, dass solange es sich nachhaltig über die 36,50 geht, dass ich immer noch überwiegend Abwärtspotenzial bei der Bayer-Aktie sehe. Und genau das ist hier wieder eingetroffen, und dementsprechend haben wir jetzt heute neue Tagestiefs, neue Allzeittiefs, schier neue kurzfristige Tiefs, Verlauftiefs, nennt wie ihr es wollt. Was jetzt hier noch unterstützend wirken sollte, 29 bis 29,50, also dieser Euro-Bereich hier als Unterstützung. Wenn es aber nachhaltig unter diese 29 Euro geht und erst einmal sieht das danach aus, dann könnten wir hier gar noch die 26 Euro sehen. Alles in allem, katastrophaler Chart. Bitte schaut euch an, wo die Aktie herkommt. Es hilft halt eben nicht immer zu sagen, die war schon mal bei 140, jetzt ist sie bei 30. Es kommen immer neue Tiefs, immer neue tiefere Tiefs auf einen zu, und dementsprechend Bayer immer noch fernab von Gut und Böse, nur bei Böse. Dementsprechend traden, ja, langfristig halten und auf den großen Turnaround hoffen, warten. Ja, aber dann darf man sich auch nicht wundern, wenn man vielleicht wieder 80-90% tiefer steht. 80% nach unten, 400% nach oben. Immer dran denken, das ist die Trader-Sicht. Dementsprechend abwarten, neue Signale. Ich würde unter über 40 Euro, also hier diese Kurslücke müsste geschlossen werden und so weiter. Da müssen wir auch noch schauen, wo dieser Abwärtstrend gerade steht. Also so viele Dinge, die dagegen sprechen, und so viele Aktieninvestments, die besser aussehen als eine Bayer-Aktie. Euch gute Trades, gute Handelsentscheidung. Bis bald.